Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der März-Variante der Fairy Box. Und wenn du Bock drauf hast auf diese wunderbar süße Milchtütenverpackung, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Fairy Box ist eine monatliche Beauty-Box, die 19,90 € pro Box und pro Monat kostet. Und wir haben hier 5 Beauty-Produkte drin enthalten. Da war im Schnitt immer der Wert 50 € mindestens tatsächlich in den letzten Jahren. Letzten Monat hatten wir mal unter 50 €, da war ich ein bisschen, naja, fand die Box auch nicht ganz so klasse. Diesen Monat haben wir über 90 € Wert, da bin ich super gespannt, was wir hier drin finden werden. Ich bekomme sie in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sie vorzustellen. Vielen, vielen Dank an das liebe Fairyboxen-Team für die Zusendung der Box und die coole Kooperation. Und ja, das ist einfach eine süße Box, würde ich mal so sagen. Ne? Also jedes Mal ist es halt diese schöne Verpackung, die kann man super weiterverwenden als Geschenkverpackung, weil da halt kein großes Branding oder so mit bei ist. Hier außen dran hängt der Flyer, der uns einfach so ein bisschen erzählt, was so im März abgehen wird und was uns in der Box erwartet. Die Produkte sind aufgeführt, die Preise sind aufgeführt. Ja, also eine tierversuchsfreie Naturkosmetikbox ist das, ne? Und ja, noch irgendwas? Nö, wir gucken jetzt mal, was die Boxenpacker sich beim Boxenpacken gedacht haben und lesen uns das einfach mal kurz hier vorne durch. So, irgendwie leitet der März den Frühling ein, aber man kann sich darauf nicht verlassen. Dafür kannst du dich darauf verlassen, dass wir auch in diesem Monat mit viel Liebe eine wundervolle Fairybox zusammengestellt haben und wünschen dir Freude, Spaß und Spannung beim Ausprobieren der schönen Produkte. Die Produkte sind hier aufgeführt. Wie gesagt, 4 bis 6 Produkte sind hier immer drin. Ne? Dieses Mal sind es 6 tatsächlich, cool. Ja, Gesamtwert 90,36 €. Nicht schlecht, Herr Specht. Dann würde ich sagen, wir machen das Schätzelein hier einfach mal auf und schauen mal rein, was uns darin erwarten wird. Wir haben ja auch immer diese Mais-Flips-Chips-Dips. Was auch immer. Die kannst du in der Biotonne theoretisch entsorgen. Ich benutze die einfach weiter als Verpackungsfüllmaterial, weil ich ja auch allerhand Beautyboxen verlose oder generell auch Pakete weiterschicke und so. Und dann kommt das ganz gut, wenn man hier einfach auch ein bisschen Verpackungsmaterial hat. Ist ziemlich cool, weil ja dadurch, dass ich halt diese Boxen hier immer auspacke, brauche ich mir sowas gar nicht zu kaufen. Und wenn du Bock drauf hast, mehr Boxen zu sehen von mir, also was ich hier alle so treibe die ganze Zeit, dann kannst du gerne hier einmal auf den Abo-Button klicken. Da würdest du nicht nur die ganzen Videos nicht mehr verpassen, sondern würdest mich auch echt damit unterstützen. Denn viele von euch haben mich noch nicht abonniert und ich fände es ziemlich cool, wenn die Community weiterhin wächst und gedeiht. Okay, so, jetzt schauen wir hier mal rein. Das erste, was ich hier habe. Finigrana, Bio-Kokosbutter, Bio-Shea-Butter und Bio-Kokosöl, 15 ml. Was ist das? Zartschmelzende Körperbutter mit Cooling-Effekt, beruhigt, pflegt und schützt die beanspruchte Haut, ideal für die Hautpflege nach dem Sonnenbad. Hey Leute, chillt euch, es ist März, wir haben hier, na, was ist da draußen, 4 Grad und grau, also Sonnenbad? noch nicht, also das kann man sich dann schon mal zur Seite legen. Okay. Das ist ein bisschen früh, oder? Ich finde es witzig. Aber gut, ja, dann hat man es halt schon mal da, ne? Ja, ist so ein kleines Ding. Kann natürlich auch sein, dass man darüber nachdenkt, in den Urlaub zu fahren, weil hier so Kackwetter ist. Möglich. Ja, ist auf jeden Fall ein Produkt, womit man so ein bisschen schon mal sich auf kommende Sonnenbäder vorbereiten kann. Ist für mich jetzt kein Märzprodukt. Bin ich ehrlich, ne? So, als nächstes habe ich hier etwas von Skön in der Box. Eine Nachtcreme, Repair Mikrobiom, unparfümiert, 30 ml. Ich meine, dass wir sowas auch schon mal in Boxen drin hatten und auch in der Fairy Box sogar. Und das ist ein Produkt, das was relativ hochpreisig ist. Mit Vitamin E, das ist ja unser wundervolles Schönheitsvitamin. Dann Omega 6 bis 9 ist hier auch am Start. 65,76 € hier läuft. Das sieht man dem Typchen hier einfach nicht an. Ich habe die Marke noch nicht ausgetestet. Habt ihr die schon mal ausprobiert? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare rein. Okay, ne? Aber ich finde es gut. Eine Nachtcreme können wir gut gebrauchen. Dann haben wir hier von Luvos Heilerde eine Vitalmaske, fördert nachweislich die natürliche Zellerneuerung mit Quittenextrakt und naturreiner Heilerde. Also ich kenne von Luvos bislang ehrlich gesagt nur die klassischen Heilerde-Masken. Aber dass da jetzt irgendwie Quitte oder so mit drin ist, kenne ich noch gar nicht. Und das finde ich gerade sehr interessant. Das
ist wirklich interessant. Was ist denn hier? Naturreine Heilerde und kostbarer Quittenextrakt kombiniert mit wertvollem Kukuinusöl. Okay. Q10 und erlesenem Extrakt aus Orangenblüten verleihen diesem hochwertigen Wirkstoffkomplex nachhaltige Pflegeeigenschaften. Nachweislich wird der natürliche Zellstoffwechsel angeregt, müde und fahle Haut revitalisiert. Belebt den Teint, schenkt ein strahlendes Erscheinungsbild, vitalisiert und regeneriert. Das muss ich mal ausprobieren. So Crememasken verwende ich halt gerne morgens, wenn ich meine Zähne putze, ne? 10 bis 15 Minuten lässt es drauf. Jo. Kann ich mal ausprobieren. Dann kann ich euch im Aufgebraucht-Video was dazu sagen. Dann habe ich hier noch ein Getränk drin. Beziehungsweise, nee, Mandelcuisine von Natumi. Mandel. Zuckerfrei. Sugarfree. Ich meine, das hatten wir auch schon mal so in der Art drin. 200 Milliliter sind hier drin enthalten und das ist wie so eine Art vegane Kochcreme. Genau, unsere vegane Kochcremes sind alle rein pflanzlich, milcheiweiß und laktosefrei und darum ideal für die vegane Küche zur Verfeinerung von süßen und herzhaften Gerichten geeignet. Ja, ne? Das kann man sich dann halt entsprechend in eine Soße mit reingeben oder wie auch immer man eine Kochcreme verwenden möchte, ist klar, ne? Und das finde ich schön. Oder eine Suppe kannst du es auch machen. Das finde ich gut und das passt jetzt auch, weil es ist immer noch für mich, habe ich ja eben schon festgestellt, die eher kalte Jahreszeit, wo ich eigentlich eher so die herzhaften Sachen esse und da kommt sowas ganz gut. Und Mandelmilch ist meine präferierte Kuhersatzmilch. Zwei habe ich hier noch scheinbar drin. Einmal von Kia Carlotta Vegan Nail Polish Sunday Walks. Das ist ein Nagellack. Wir haben in letzter Zeit gar nicht mehr so super häufig Nagellacke in Beautyboxen drin. Das, worüber ich mich damals am Anfang meiner YouTube-Zeit vor fast 5 Jahren immer wieder beschwert habe, ist gar nicht mehr so vorhanden. Das ist ganz witzig. Yosemite, alles gut. Nörgelkopf. Und das ist die Farbe. Ist mir persönlich zu unbunt. Ich mag es ja lieber, wie man offensichtlich sehen kann, etwas knalliger. Das heißt, den werde ich jetzt auch tatsächlich gar nicht ausprobieren. Der wird weiter wandern. Ich hatte mal von Kia Carlotta einen drin gehabt, der auch so ein bisschen glitzernd bläulich war. Den fand ich richtig schön. Ich weiß gar nicht, ob ich den behalten habe oder weitergegeben habe, zumal ich nämlich mittlerweile auch andere schöne blaue Schimmerlacke habe. Aber cool finde ich halt einfach, dass es ein veganes Produkt ist, ne? Weil das ist nicht selbstverständlich, das bekommst du nicht so super häufig auf dem Beauty-Markt. Mensch, es sind echt viele Produkte, Leute. Ich habe hier nämlich jetzt das letzte und das ist eine Nagelfeile, eine Glasnagelfeile. Mag nicht jeder, bin ich auch nicht so Ultra-Fan von, bin ich ehrlich, ne? Also macht halt nicht so viel, ne? Ist halt eher so ein bisschen leichter, dezenter. Ich kann mir das aber einfach vorstellen, bin ich jetzt einfach mal so bei meiner aktuellen Situation, so eine Nagelfeile für mein Baby zu verwenden, um da die Nägel halt zu kürzen. Weil wenn ich diese großen, groben Blattfeilen habe, Sandblattfeilen, das mache ich ungern bei ihm. Das finde ich nicht schön. Aber sowas kann ich mir sehr gut vorstellen, ne? Da muss ich mal gucken, ob das dann funktioniert bei ihm. Und das wäre jetzt einmal die Box gewesen. Ich finde, dass die Produkte doch sehr klein rüberkommen, aber wir haben ja offensichtlich einen recht hohen Warenwert, der vor allem von der Nachtcreme kommt. Ich finde, die Kokosbutter passt jetzt einfach nicht in das Thema rein. Ansonsten sind das wirklich Produkte, die jetzt zum Frühling passen. Beim Nagellack hätte ich jetzt gesagt, da wäre vielleicht eine knalligere Farbe schöner gewesen, aber ich weiß nicht, ob es vielleicht auch unterschiedliche Farben gegeben hätte in den Boxen. Die Maske finde ich cool, die Nagelfeile ist Geschmackssache und genauso auch die Kochcreme im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich finde auch einfach, dass es mal wieder eine schöne Box war, ne? Also ja, da fährt man auf jeden Fall ganz gut mit. Es ist halt einfach irgendwie immer mal wieder eine Überraschung, ne? Aber ich finde diese Box jetzt besser als letzten Monat. Wie seht ihr das? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Können wir uns gerne austauschen. Und wenn es dir hier gefallen hat, lass mir doch super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich nämlich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von ganzem Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!